Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feed the Beast Infinity Evolved Skyblock Expert Mode. In der letzten Folge haben wir hier die ganze Anlage ein bisschen vorbereitet und in der heutigen Folge wollen wir das Ganze mal zum Laufen bringen, würde ich sagen. Weil hier ist alles schon fertig, ne? Ist das wirklich? Ach nee, wir brauchen noch Transfer Notes. Okay, die können wir uns noch machen. Transfer Notes. Transfer Note. Okay, wir brauchen eigentlich nur ganz viel Redstone, bisschen Stone, Block, okay. Vielleicht ganz wichtig zur Info, das ist jetzt heute das einzige Video. Ich schaffe heute nicht mehr. Und heute gibt es auch keinen Stream. Und morgen weiß ich nicht. Also morgen hätte ich zwar die Zeit zum Streamen, nur folgendes Problem. Ich muss morgen für die komplette Woche vorproduzieren, da ich nicht da bin. Und jetzt ist halt die Frage, ich kann jetzt natürlich nichts streamen, was ich schon vorproduziert habe, weil das ist sonst irgendwie doof. Weil man sieht ja quasi dann im Stream schon den fertigen Zustand von der letzten Folge, das ist irgendwie Käse. Deshalb ist die Frage, wie wir das am besten, ich hätte hier noch eine, am besten handeln wollen. Mir fällt gerade ein, dass ich noch viel mehr Transfer Notes brauche, ne? Mindestens 5. Sagen wir mal. So. 2 Redstone. Und noch eine Kiste. So. Genau. Das hier rein. Und das hier fertig. Okay. Hier mal Zeug rein, das wir sonst so nicht brauchen. Ach ja, genau. Ich wollte ja noch Heavy Silk Mesh. Ah, ich erinnere mich, ich wollte das Ding ja noch fertig machen. Aber wir sind ja fast fertig. Wir brauchen nur noch 3 Strings. Ja, okay, gut. Das kriegen wir so auch noch hin. 1, 2, 3. Habe ich das letzte Mal nicht gecheckt, dass ich eigentlich schon fertig bin? Offenbar nicht. Okay, geht in Ordnung. 2 davon und ein paar Sticks. Bringt ein Heavy Sieve. So. Ach ja. Ah, ne. Nein. So. So. Also, falls wir morgen streamen, müssen wir irgendwas ganz anderes spielen. Also, wenn ihr eine Idee habt, was wir spielen könnten, dann nur raus damit. Aber es muss halt irgendwas anderes sein, weil ich sowohl Factorio als auch Glasplatten, 4 Stück. Also sowohl Factorio als auch Cities und natürlich auch hier Feed the Beast Infinity Wolf Skyblock aufnehme. Auto Heavy Sieve. Und das ist ein Auto Heavy Sieve, perfekt. So, Auto Heavy Sieve hier und Auto Heavy Sieve. Ja. So. So. Okay. Also die 3 Produktionsstraßen stehen grundsätzlich schon mal. Die Frage ist jetzt nur, also wir müssen hier halt natürlich Cobblestone hinbringen. Können wir uns mittlerweile vielleicht den Igneous Extruder bauen? Das Problem ist, in der Basic-Version wird er uns wahrscheinlich nicht viel nützen und irgendwie so ein anderes Machine Frame ist zu krass. Nee, komm, wir bauen einen ganz normalen Lava Cobblestone Generator. Und zwar am besten
hier gleich so. Brauchen wir ein bisschen Stein. Stein. Da ist Stein, natürlich. So. Na, komm. Ich hätte zwar gern Ender-Conduits, aber ja. Das ist uns noch etwas verwehrt. Zwei sind ein bisschen knapp. Aber wir müssen. Nee, müssen wir nicht. Wir können den dahin machen und dann hier einfach ausleben, einfach nur damit es hier ein bisschen gleich aussieht. Können wir uns einen Eimer holen? Wir haben doch sicher noch irgendwo Eimer. Ja. Dann brauchen wir ein Wasser und ein Lava und einen Cobblestone in die Mitte. So. Ach, der ist noch gar nicht die, hat noch gar nicht die Kompaktbauweise, aber ist ja egal. Denn normalerweise würde man so ja einen Kobbelgenerator eher nicht bauen. Weil das Risiko, wenn ich den Block hier abbaue, zu hoch ist, dass das Wasser als erstes rüberläuft. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Und dann würde die Lava hier quasi zu Obsidian und das wollen wir ja nicht. Aber nachdem wir hier eine Transfer Node draufsetzen, ist das völlig egal. So, dann brauchen wir Transfer Pipes. Okay, die sind jetzt aus. Alles klar. Dafür brauchen wir Stone Slabs. Ich habe das Gefühl, dass das mit den Slabs langsam ein bisschen knapp wird. So? War das so? Oder war es genau andersrum? Schauen wir mal. Ah ja, bei mir ist wieder Party draußen, alles klar. Das war wahrscheinlich genau andersrum. So. Und so. Hä? Transfer Pipe. Ach nee, also es war schon richtig grundsätzlich, aber halt mit Glas und nicht mit Glasscheiben. Okay, dann. Hä? So, jetzt aber. Acht. Ist ein bisschen weniger. Gehen wir mal hier vor. Und dann hier rein. Und dann eins, zwei, drei. Ein paar bräuchten wir noch. Und zwar genau drei eigentlich. Und wir brauchen hier ein World Interaction Upgrade. Und das Bett. Das bauen wir auch mal nach hier hinten. Damit wir nicht ständig davor laufen müssen zum Schlafen. Das ist ja ein Zustand. Ja. Und wir haben schon wieder ein Ei aufgesammelt. Und es ist kein Hühnchen. Bin ich eigentlich gerade froh drüber. Ich wollte es jetzt nicht hier rumlaufen haben. Haben wir hier vorne vielleicht noch irgendwie Glas oder irgend sowas? Nee, hier ist noch Holz, das wir einsortieren können. Aber sonst, okay, normaler Stone, das ist auch schön. Boah, ich weiß nicht, ob gefärbtes Glas geht, wir können es testen. Autosieb, Autohämmer. War so richtig alte Sachen. Das war mal so teuer. So mega teuer. Und jetzt. Bam. Das ist. Es ist schon cool, wenn man sich das auf einmal leisten kann. Sag mir, das gibt. Kann man das irgendwie wieder zurückfärben? Wahrscheinlich eher nicht. Nee. Okay. Dann ist das nutzlos. Dann brauchen wir Sand. Oh nee, ich habe den ganzen Sand despawnen lassen, ne? Oh oh. Haben wir hier noch irgendwo Sand?
Vier Sand, okay, das würde sogar reichen. Na gut, das war der Nachteil daran, dass ich den ganzen Sand habe despawnen lassen. Naja, eine Glasscheibe reicht sogar erstmal. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Ach, hier habe ich hier schon alles raus. Ah, sehr gut. Ah, ich muss die Smeltery echt mal größer machen. Ich habe es auch schon langsamer reden, Stefan. In den Kommentaren gelesen, dass ich den ausbauen soll. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Bitte haut mich nicht, aber. Ich brauche nur ein bisschen. Ich würde erst gerne mal das hier fertig machen. Nee. World Interaction Upgrade. Vier Lapis, vier Iron und Diamond. Das ist so ein Traum. Vier Lapis, vier Iron. Drei Dias und zwei Sticks. Das war auch mal sehr teuer, dieses Upgrade. Und jetzt ist es einfach geschenkt. Ja. World Interaction Upgrade. So, einmal hier rein. Und Stein. Es ist auch so effektiv, ne? Da fällt mir gerade ein kleines Problem auf. Ich habe hier eine dezente Fehlkonstruktion. Denn wie kriege ich die Energie dahin, wenn es von oben reinkommt? Aber ich möchte das von oben rein lassen eigentlich. Ich finde das irgendwie cool. Ah ja, ich habe schon eine Idee, ich habe schon eine Idee. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel Clay und Kupfer. Wie viel Kupfer haben wir denn noch? Viel. Gut. Okay, vielleicht brauchen wir gar nicht mal so viel, einen halben Stack. Halber Stack dürfte reichen, dann holen wir uns ein bisschen Hardened Clay. So. Hardened Clay. Hier ist normaler Clay. Den kann ich hier auch gerne reinmachen. Aber ich hab doch. Ich hab doch. Ich bin mir sicher, dass ich noch tonnenweise davon übrig habe. Oh, wir brauchen so dringend irgendwas. Ah, da, Hardened Clay. Wir brauchen so dringend irgendwas zur Übersicht. Aber das kommt noch. Wie heißen die nochmal? LV Wire Connector. Okay, 80 Stück ist vielleicht auch ein bisschen hart. Ich mach mal einen Stack. Ich denke mal, das ist immer noch viel zu viel, aber egal. Und zwar machen wir das so. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. Und zack, zack, zack. Zack. Aha. Dann hätte ich gerne noch die Kabel. Haben wir vielleicht eine Menge von Kabeln? 17 Stück. Okay, und ich hätte gerne einen Post. Einen Wooden Post. Okay, Treated Sticks und Steinbricks. Stonebrick, kein Problem. Treated Sticks. Wir haben Treated Wood. Ja, das reicht sogar theoretisch für zwei Posts. Dann mache ich auch zwei. Ich brauche den anderen sicher auch irgendwann nochmal. Und den hier würde ich ganz gerne dann. Also erstmal. Zack, 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 zack. Oh. Okay, ich sehe schon, die Torches hier sind natürlich ein Problem, ist klar. Oh, ich habe irgendeinen Käse hier gemacht. Einmal weg.
einmal dran. Also du sollst dich mit dem hier verbinden. Du mit dem, du mit dem, du mit dem, du mit dem und du mit dem. So, so und so. So, und jetzt habe ich mir gedacht, wenn wir jetzt hier irgendwie sowas hätten und dann vielleicht irgendwie sowas, dann könnte man da genau es einmal so dran linken und die Frage ist, ob ich die anderen auch dran linken kann. Das geht noch, okay. Aber ich würde das da vorne auch noch gern dran linken und oh, unser Essen ist schon wieder. Okay. Zwei Stück. Wir brauchen nochmal Treated Sticks und nochmal ein bisschen Copper. So, vier Stück. Alles cool. Und irgendwie hier so oder da so oder da so. Ah, okay, das geht sogar. Okay, das sieht ein bisschen schwierig aus, aber. Ja, nee, das gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Da muss ich mir noch was überlegen. Ich möchte, dass das auch optisch was hermacht. Ich kann eigentlich einfach den hier abhauen, ne? So. Dann machen wir den auch erstmal weg. Wobei, den können wir eigentlich hier lassen. Also grundsätzlich gefällt mir das mit dem Post schon ganz gut. Es ist nur noch nicht optimal ausgereift. Wie wäre es denn, wenn wir. Jetzt haben wir hier oben was drauf hätten, können wir dann den mit dem linken. Ja. Okay, dann machen wir das doch so. Zack, zack, zack. Und dann verbinden wir einfach die oberen mit dem Teil. Tada! Und dann sieht das schon viel brauchbarer aus. Ich meine, das sieht ein bisschen komisch aus, aber egal. Und dann brauchen wir so ein Ding hier so. Also wenn ich da so gucke, dann da so irgendwie. Ja, aber dafür reichen dann die Dinger nicht mehr. Dann hier so rüber und dann ist hier irgendwie der Strom von dem ganzen Kram dran. Holy moly. Okay, das wird noch ein Spaß. Da werden wir jetzt noch einige Zeit mit beschäftigt sein, aber das ist ja okay. Ich werde wahrscheinlich auch. Ich weiß es noch nicht. Also wenn es euch stört, schreibt es bitte in die Kommentare. Aber ich würde. Um es mir auch selber ein bisschen einfacher zu machen, bin ich jetzt ganz ehrlich. Vielleicht, wenn ich vorproduziere, einfach 3 Stunden im Stück aufnehmen und das dann einfach im Nachhinein cutten. Das wäre jetzt einfacher. Also wenn ihr sagt, das ist super blöd, dann schreibt es bitte in die Kommentare, dann denke ich da nochmal drüber nach. Aber ansonsten wäre mir das schon ganz recht. Das Skillet haben wir nicht, ja toll. Bisschen Brot brauchen wir. Bisschen Zucker brauchen wir auch. Ein paar Pumpkins brauchen wir, ne? Und auch ein paar Melon Juice. Können wir. Wir haben keinen Juicer. Oh. Juicer. Ein Stone und eine Pressure Plate. Okay, das kriegen wir hin. Ein Stone. Erst eine Pressure Plate und dann Stone drüber. Damit hätten wir einen Juicer. Ach, der nicht mal das Rack dran passt, ne? Das Tool Rack. Tool Rack. Das waren 3 Wooden Pressure Plates und 2 Iron Ingots. So, schauen wir mal, ob wir sowas überhaupt noch hier rum haben. Eher nicht, oder? Aber ja, Iron Nugget können wir zu Iron Ingots machen. Und dann ein bisschen Wood, genau 4 Stück. Ha.
Nee, drei Wooden Pressure Plates, ne? Ah, nee, da ist sogar noch eine. Ein Traum. Resteverwertung ist mir immer am allerliebsten. Dann schwirrt hier nicht so viel Mist rum. So, und damit können wir uns zumindest schon mal ein bisschen Saft hier rausholen. Ja, da bringt es halt nicht ganz so, aber. Naja. Besser als nichts. So, einmal den ganzen Spaß hier einkassiert. In den Kühlschrank gelegt. Dann hier vielleicht noch hier so ein Pumpkin Bread rausgenommen. Und noch ein bisschen. Oder Watermelon Jelly. Ah, dafür fehlt uns. Ne, okay. Dann nehme ich jetzt erstmal den Juice. Da habe ich jetzt keine Lust drauf, noch eine Pfanne zu machen. Die Küche muss noch erweitert werden, das ist klar, aber nicht jetzt. So, ach, hier ist noch so ein Ding übrig. Nice. Ja. Ich habe da einen Creepy gesehen. Oh, nicht bei meinem Lager, Junge. Nicht bei meinem Lager. Oh je, oh je, oh je. Was ist hier los? Warum spawnt hier ein Creeper? Gefällt mir gar nicht. Hallo, geschlafen? Ich will nicht, dass hier noch irgendein Viech spawnt. Jetzt habe ich irgendwie Powdered Copper, okay. Ja, und ja. Ich würde sagen, das Ding funktioniert äußerst gut. Wirklich ausgesprochen gut. Wir sind eigentlich schon am Ende der Folge, ne? Jetzt machen wir uns ganz kurz noch ein paar Drähtchen. Weil ich noch sehen will, wie das hier verbunden wird. Und zwar das hier mit dem da. Genau, und von da oben, da können wir dann irgendwie an die Wasserräder dran. Ja. Gucken wir mal, wie wir das machen. Aber zumindest wäre das hier schon mal alles verkabelt soweit. Wir haben natürlich nach wie vor viel zu wenig Energie. Die hier brauchen 40 F pro Tick nämlich. Das Ding hier braucht auch 40 und die hier brauchen 5. Das ist übel. Also ich sag mal, das Ding hier können wir versorgen mit einem Wasserrad. Das Ding hier können wir mit einem Wasserrad und den Solarpanels hier versorgen und das Ding hier eigentlich gar nicht. Und deshalb müssen wir jetzt mal gucken, wie wir es machen. Dass wir uns hier so eine zentrale Energieversorgung aufbauen, die auch ausreichend Energie produziert. Aber da gucken wir einfach mal. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.